kommt raus, Marin! Marin, das Tor für den FC St. Pauli! Ein großer Tag für St. Pauli, ein kämpferisch wie spielerisch. Herzlich willkommen zu FCSP-Geschichten, das N in Klammern, der offizielle Podcast des FC St. Pauli Museums. Ich bin Selina und ich sitze hier mit meinen Kollegen Thomas und Christopher. Und moin. Hallo. Nicht mit Christoph, der ist heute nicht da, weil wir machen heute eine Sonderfolge zur neuen Sonderausstellung mit einem Sondergast. Und statt Christoph ist Frauke heute hier. Frauke Steinhäuser, magst du dich einmal vorstellen? Ja, hallo, vielen Dank erstmal für eure Einladung. Ich bin Frauke und ich bin Historikerin in Hamburg seit doch vielen Jahren inzwischen und arbeite auch als Geschichtspädagogin. Und außerdem bin ich Sportlerin und sehr lange schon, also praktisch seit ich Kleinkind bin. Und mich hat irgendwann interessiert, wie eigentlich jüdische Sportler in Hamburg, wie die mit der Ausgrenzung in der NS-Zeit so zurechtgekommen sind. Und ich habe dann festgestellt, dass es überhaupt keine Forschung dazu gibt, also nur einige wenige Aufsätze. Und dann habe ich gedacht, ich versuche mal ein Buch dazu zu machen, zu dem Thema, und die Geschichte des jüdischen Sports in Hamburg von 33 bis 45 zu erforschen. Das hat ja auch geklappt, der Versuch. Ja, sehr mühsam, aber da kommen wir ja nachher vielleicht auch nochmal drauf. Genau, interessant daran ist ja, dass bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden im April 33, ist ja der, 1933 ist ja der Titel, der sich auf Ludwig Nathan bezieht, den langjährigen Vorsitzenden des Hamburg St. Pauli Turnvereins, der, wie wir jetzt in vielen Folgen schon gelernt haben, der Vorgängerverein des FC St. Pauli ist, wie wir ihn heute kennen. Und genau, es ist tatsächlich auch so, dass unsere aktuelle Sonderausstellung Fußballflucht Exil, Max Kulig, ein jüdischer Sportler und Arzt aus St. Pauli, auch auf Fraukes Recherchen fußt und auch dadurch auch angestoßen wurde, denn Max Kulig ist auch Teil in deinem Buch. Ja, vielleicht kann Frau auch einmal sagen, wie sie auf Max Kulig gestoßen ist. Ja. Ja, genau. Dazu muss ich vielleicht kurz sagen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Also das Buch ist so aufgebaut, dass es einen allgemeinen historisch-politischen Überblicksteil über die NS-Geschichte oder über die Situation Hamburger SportlerInnen im NS gab. Und es gibt einen umfangreichen biografischen Teil. Und der besteht eben aus einigen sehr, also doch umfangreicheren Biografien und ganz vielen Kurzbiografien, weil ich am Anfang dachte, ich finde überhaupt gar nicht gut Namen von SportlerInnen in Hamburg, weil viele Sportvereine eben kein Archiv haben und ich gar nicht erst wusste, was sind eigentlich meine Quellen für die Recherche. Und dann habe ich aber natürlich auch schon vorhandene Arbeiten zu einzelnen Vereinen herangezogen. Und weil ich dachte, in einem Buch über Hamburger jüdische SportlerInnen kann ich nicht die unterschlagen, zu denen es aber schon Recherchen gibt oder Forschung gibt. Und dazu gehörte, außer den Publikationen von zum Beispiel von Werner Skrantny zum HSV, gehörte aber eben auch das Buch von Sven Fritze zum ETV. Und da habe ich eben Max Kulig gefunden. Und ich muss auch sagen, ein Kriterium, ihn in das Buch aufzunehmen, weil ich viel, viel, viel mehr Namen noch habe, als dann schließlich im Buch, als ich da unterbringen konnte, weil ich eben dann irgendwann mal auch, gab es einfach nicht mehr genug Seiten sozusagen zum Füllen. Oder ich hatte nur eine bestimmte Anzahl von Seiten kalkuliert. Und das, der Vorteil von Max Kulig war auch, dass es ein Foto gab von ihm. Mhm. Und das finde ich immer grundsätzlich bei so biografischen Arbeiten immer sehr, sehr hilfreich. Und wollte eben auch, habe immer geguckt, dass ich möglichst Fotos finde und verwende auch. Und das war eben der Grund, warum auch Max Kulig da aufgetaucht ist, der eben in dem Buch von Sven Fritze zum ETV auftaucht. Ja, und der taucht ja, weil das Foto ist ja, glaube ich, auch daher in dieser Ausstellung der Gedenkstücke Neuen Gamme, die im Rathaus zum Fußball in Hamburg in der NS-Zeit gemacht wurde, 2016, glaube ich. 2016, genau. Da war das Foto eben auch und auch eine Minibiografie. Also
mit denen wir jetzt sozusagen nichts sozusagen in Verbindung gebracht haben, weil das eben sich auf den ETV bezog. Und genau, was Christopher schon sagte, irgendwann sind wir halt auch auf diesen Namen gestoßen im Zuge des St. Pauli Turnvereins und da macht es dann ein bisschen Klick, würde ich mal so sagen. Das kann man so sagen. Genau, wir kannten den Namen, weil wir Fraukes Buch gelesen haben und haben ihn dann wiedergefunden in den Unterlagen des Hamburg St. Pauli Turnvereins. Und das hat diese Recherche angestoßen, genau, um den Bogen nochmal zu schließen. Was wirklich großartig ist, finde ich, weil, also jetzt nicht wegen meines Buches, sondern weil das natürlich in der Entwicklung ist, wenn das Buch sowas anstoßen kann oder sowas auslöst, dann ist es natürlich toll. Also so. Genau, und wir haben dich natürlich auch eingeladen, um anhand der Biografie von Max Kulik auch so die gesellschaftliche Einordnung zu der Zeit auch ein bisschen noch mehr zu erfassen. Wir haben natürlich auch in unserer Ausstellung, so wie du mit deinem Buch nur eine gewisse Seitenzahl hast, haben wir natürlich in der Ausstellung nur eine gewisse Wandlänge und Tafellänge. Die wir schon sehr ausgenutzt haben. Ja, es geht höher nach oben, als unser Grafiker Stefan es gerne gehabt hätte. Vielen Dank nochmal, Stefan, für deine Arbeit. Und wir könnten ja mal ein bisschen uns ja chronologisch an der Ausstellung auch entlanghangeln und vielleicht noch einmal kurz besprechen, wie das jüdische Leben auf St. Pauli aussah 1900. Das haben wir auch in der Ausstellung. Und genau, vielleicht kannst du, Lina, dazu einmal noch mal ganz kurz uns eine Zusammenfassung geben. Genau, also erstmal vorweg, dass es so viel jüdisches Leben in dem Sinne auf St. Pauli gar nicht gab, ist wahrscheinlich so das Wichtigste, was man darüber sagen kann. Es mit 2,58% Bevölkerungsanteil lag der Anteil der jüdischen Bevölkerung nur ganz knapp über dem Hamburger Gesamtdurchschnitt. Also die jüdischen Stadtteile zu der Zeit waren vor allem die Neustadt und Havestehude und Roter Baum, genau, so eher die Ecke. Es gab auf St. Pauli ein paar jüdische Institutionen, allen voran das 1841 von Salomon Heine gestiftete überkonfessionelle israelitische Krankenhaus. Das fand sich in der heutigen Simon von Utrecht Straße. Also das Gebäude steht da auch immer noch, aber es ist kein Krankenhaus mehr. Die Geschichte des israelitischen Krankenhauses auf St. Pauli hatte Thomas dann noch so ein bisschen recherchiert. Möchtest du das noch? Ich fand das nämlich ganz interessant. Ja, also die Geschichte des Krankenhauses, also die besteht darin, dass es später halt eben einfach auch, man kann sagen, wenn er enteignet wurde, mehr oder weniger in den dann späten 30ern und dass die Belegschaft dann umgezogen ist, wenn man es mal so nennen möchte, auch in Richtung Havestehude, in die Jonsallee dann am Ende, wo unter anderem, wenn wir es mal diesen Bogen schon mal spannend haben, auch die Mutter von Max Kulik dann später gestorben ist, 1942. Mhm. Aber interessant, in diesem Krankenhaus ist ja eben, das, wie schon gesagt, Salomon Heine, der Onkel, glaube ich, von Heinrich Heine, dem Dichter. Genau. Nach diesem wurde dann auch die Straße benannt, die da auf dieses Krankenhaus zuführt, nämlich in Heinestraße, ganz simpel. Und diese Straße heißt aber heute, kennen wir alle, Hamburger Berg. Und diese wurde nämlich 1938 umbenannt, einfach schlicht und ergreifend aus dem Grunde, weil jüdische Straßen keine jüdischen Namen mehr haben sollten. Und das ist halt bis heute der Fall. Also es wurde nicht irgendwie nach dem Krieg mal wieder geändert, sondern die Straßenbezeichnung ist weiterhin so geblieben. Ja, aber genau. Es gab doch sogar mal eine Initiative, die das ändern wollte, oder? Es gab eine Initiative und es gab, glaube ich, auch 2009 einen Senatsbeschluss, zumindest zwar nicht die Straße wieder umzubenennen, aber den Platz vor dem Krankenhaus in Salomon-Heine-Platz zu benennen, was dann aber nie stattgefunden hat. Ja. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass es schon einen Salomon-Heine-Weg gibt in Hamburg. Mhm. Und dass sich das doppelt, weil ich bin da neulich auch kurz drauf gestoßen, auf diese Umbenennungsinitiative damals. Und immerhin gibt es aber ja der Weg hinter dem israelitischen Krankenhaus praktisch parallel zur Simon-von-Utrecht-Straße, heißt ja jetzt Betty-Heine-Weg, also nach der Frau von Salomon Heine, der das praktisch auch gewidmet hat. Ich glaube, die ist früh gestorben oder da gestorben. Und das ist ja dann immerhin schon mal ein Weg. Und es ist auch so, dass, wie ich auch gerade erfahren habe, dass sich immerhin die reformierte jüdische Gemeinde in Hamburg inzwischen, die halten ihre Gottesdienste, würde ich, glaube ich, nicht sagen, aber die halten das, die treffen sich jetzt immer im israelitischen Krankenhaus. Okay. Und nicht mehr in der Talmud-Tora-Schule. Also die haben in der ehemaligen Talmud-Tora-Schule am Grindelhof, die haben da jetzt einen eigenen Raum bekommen. Dieser Betty-Heine-Weg ist ja dahinter, wo dieses Leuchtfeuer-Hospiz ist. Genau. Ne? Genau, ja. Gar nicht so weit weg vom israelitischen Krankenhaus liegt ja auch die Annenstraße und die damals noch benannte Sophienstraße, die heute Detlef-Bremer-Straße heißt. Da schlagen wir mal den Bogen zu Max Kulik, denn der wurde
1898 in der Sophienstraße, eben die heutige DLF Bremer, geboren. Ein paar Jahre später, ich denke mal so neun oder zehn Jahre später, ist die Familie Kulig in die Annenstraße gezogen. Und die Annenstraße ist ja quasi ein Steinwurf nur vom Heiligen Geistfeld entfernt. Und auf dem Heiligen Geistfeld war unter anderem der Hamburg-St. Pauli-Turnverein ansässig, der 1862 gegründet wurde. Besonderen Zulauf hatte der Verein ab 1902 mit dem Bau der damals größten Turnhalle Norddeutschlands. Und wie wir halt auch jetzt in den Recherchen, die wir eben auch zu dem ganzen Thema jüdisches Leben im Turnverein auch mittlerweile schon erfahren haben, hatte der Turnverein auch sehr viele jüdische Mitglieder. Und jetzt wäre natürlich meine Frage an Frauke, wie war das denn eigentlich damals mit jüdischen SportlerInnen in paritätischen Vereinen, beziehungsweise gab es schon selbstständige, eigenständige jüdische Vereine? Ja, gab es gerade, also so wenn wir jetzt die Zeit 1900 nehmen als Orientierungspunkt, dann hatten sich gerade kurz vorher ein jüdischer Turnverein gegründet. Die trafen sich da, wo die ehemalige Synagoge stand, in Kohlhöfen in der Neustadt, was ja auch sinnvoll ist, weil da das war eben das jüdische Viertel immer noch. Also auch wenn da jetzt die Jüdinnen und Juden nicht mehr gezwungen waren, nur da noch zu leben. Die meisten Jüdinnen und Juden, oder man muss, glaube ich, erstmal von Männern sprechen, nur, weil es betrifft tatsächlich erstmal nur Männer. Die meisten Juden, die Sport treiben wollten vorher, die mussten das dann in diesen sogenannten paritätischen, also überkonfessionellen Vereinen machen. Und da es aber immer wieder auch, zum Beispiel Ludwig Jahn, also der sogenannte Turnvater Jahn, der ja das Turnen praktisch als körperliche Ertüchtigung und Kriegsvorbereitung und militärische Vorbereitung für den Kampf gegen den Erbfeind Frankreich im Hinterkopf hatte bei seinen sportlichen Aktivitäten oder turnerischen Aktivitäten, der hatte sich ja doch auch, also da gibt es einfach ganz starke antisemitische auch Äußerungen und auch immer wieder so antisemitische das Verhalten gegenüber gegenüber Juden. Und das hat letztlich dann doch einige Juden dazu bewegt, einen eigenen Turnverein zu gründen. Wobei man eben auch dazu sagen muss, dass die meisten Juden sich nicht, also das hing auch damit zusammen, dass die meisten Juden sich eben auch nicht ausdrücklich dann als jüdisch-religiös, religiös-jüdisch verstanden und orthodox lebten, sondern sich eben auch in die deutsche Mehrheitsgesellschaft integrieren wollten. Und dazu waren eben die Sportvereine. Also wenn man vom 19. Jahrhundert als das Jahrhundert der Vereine spricht, wo sich eben sehr viele Vereine gegründet haben, da war das natürlich dann auch eine Möglichkeit, sich auf diesem Wege in die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Und das war auch ihr großes, also das war auch mit ein Motiv, außer dass sie Sport machen wollten dann. Das verband sich dann natürlich da so. Und dann hat sich eben 1902 die jüdische Turnerschaft gegründet in St. Paul, in der Neustadt. Und was man vielleicht auch nochmal sagen muss, weil Selina, du hast es ja auch schon gesagt, dass in St. Pauli überwiegend eben sogenannte aschkenasische Juden gelebt haben, also Juden, die aus Osteuropa gekommen waren und die auch, und es nach der Jahrhundertwende eben immer mehr osteuropäische Juden gab, die dann nach Hamburg gekommen sind und dann aber auch sich in St. Pauli niedergelassen haben. Also das waren eher Leute, die nicht so wohlhabend und vermögend waren und keine Kaufleute zum Beispiel wie die sephardischen Juden, sondern die eben eher so als Handwerker oder die eben eher arm waren. Ja, das ist tatsächlich auch genau die Biografie von Max Kuligs Eltern. Also die Familie Kulig kam aus Lemberg, also dem heutigen Lviv. Und der Vater war das, was man heute Raumausstatter nennen würde. Ja, obwohl ich finde, das Raumausstatter auch immer so ein bisschen nach Innendekorateur klingt. Ja. Das war schon quasi ein handwerklicher Beruf. Also die
die Tapeten an die Wände gebracht haben, quasi, die damals noch nicht so, glaube ich, angegriffen, sondern eher so Stoffbahnen, die man gespannt hat, ja. Also Tapezier war der, also der Begriff. Der damals hieß Tapezier, ja. Ich fand das auch ganz interessant. Ich habe nämlich gestern mir nochmal das Haus angesehen in der Annenstraße, weil das ja tatsächlich noch existiert. Und das laut Adressbuch, laut Hamburger Adressbuch hat er ja im Parterre gelebt mit seiner Familie. Und das fand ich auch nochmal, ich finde, das ist immer sehr, es ist immer gut, wenn es die Häuser noch gibt, weil man dann nochmal eine bessere Vorstellung davon bekommt, in was für einem Umfeld haben die eigentlich gewohnt. Und wozu, also was ich, das ist so ein Vorgriff jetzt in der Chronologie sozusagen, aber ich fand das nochmal ganz interessant, dass ja an der Ecke direkt, wenn man die Annenstraße weitergeht zur Clement-Schulz-Straße, das NSDAP-Büro später war. Ja. Und so diese unmittelbare Nähe von Nationalsozialisten dann zu dem Wohnhaus oder Wohnungen der Juden und Jüdinnen, das finde ich auch immer nochmal so ein Aspekt, den man auch immer nochmal im Hinterkopf haben sollte, finde ich. Ja, da gibt es ganz eindrückliche Fotos, ne? Auch von diesem Eckhaus, was so komplett mit Fahnen behangen ist. Ja, genau. Ja, also mit Hakenkreuzfahnen. Ja. Genau, es ist die Annenstraße 27, das Haus, in dem Max Kulik nicht geboren, aber aufgewachsen ist. Und wie Frau schon gesagt, das steht noch. Man kann vorbeigehen und es sich angucken. Und es war das Parterre, ja. Genau, wir können ja vielleicht mal ein bisschen vorangehen in seiner Biografie. Wir hatten ja den Turnverein schon erwähnt. Max Kulik ist 1913 in den Turnverein eingetreten, gemeinsam mit seinem Bruder Leon, der, so wie wir das jetzt recherchiert haben, bereits vorher auch schon mal Mitglied im Turnverein war, weil er bei einem der allerersten Spiele gegen eine auswärtige Mannschaft des Turnvereins 1909 bereits Fußball gespielt hat. Leon Kulik, der Bruder von Max, war deutlich älter, ich glaube 12 Jahre. Mhm. Max Kulik war das drittjüngste Kind von vieren der Familie Kulik. Genau, ist 1913 in den Turnverein eingetreten, hat auch direkt Fußball gespielt und ist dann in den Jahren 1915, 1916 aufgrund des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges quasi als Jugendspieler bereits in die erste Mannschaft hochgezogen worden, weil die Spielabteilung des Turnvereins ja einen sehr großen Teil an Spielern und Mitgliedern hatte, die eben in den Krieg eingezogen wurden. Aber die Kriegsbegeisterung war ja durchaus wirklich stark vorhanden, direkt 1914 im Spätsommer. Das hat man ja überall auch in den Zeitungen, also das sieht man auch tatsächlich an den zeitgenössischen auch Sportzeitungen tatsächlich, die da wirklich sehr, sehr hochpatriotisch sich geäußert haben und die Spieler und Sportler teilweise wirklich mit Freude in den Krieg gezogen sind, das muss man wirklich sagen. Aber das passt ja auch zu dieser doch patriotisch-deutsch-nationalen Grundierung sozusagen oder Ausrichtung, zumindest der Turnvereine. Also auf jeden Fall, das war sozusagen fast logisch. Also dann. Ja, es war ja auch sofort zum Beispiel in dieser Fachzeit, dann sage ich mal, damals noch nur Spiel und Sport, später Turnen, Spiel und Sport, wo dann auch sofort so Sachen kamen, wie man sollte dann möglichst ja in den Spielberichten und irgendwie keine englischen Fußballausdrücke mehr verwenden, die ja damals noch ein bisschen häufiger vorkam. Also dass man dann gleich so nach dem Motto, nein, alles Fremde ist, dann sollen wir nicht mehr, alles ist deutsch und. Also das war sehr, sehr deutlich da auch zu lesen einfach. Ja, und für jüdische Sportler oder auch für jüdische Männer generell war es ja auch oder wurde es auch als Assimilierungschance quasi empfunden. Ne? Also es war schon auch so, dass auch jüdische Institutionen, auch Rabbiner im ganzen Deutschen Reich quasi wirklich auch also massiv dahin mobilisiert haben quasi, meldet euch freiwillig und werdet Soldaten. Aber das war dann ja auch genau das Problem sozusagen dann, also dass das eben ein Versuch war, auch ein Bemühen und auch ich glaube nicht nur, ich würde auch sagen, nicht nur ein Versuch, sondern für die Juden oder jüdischen Männer, die sich einfach nicht in erster Linie als Juden, sondern, wie Sie denn gesagt haben, als Deutsche verstanden, war das völlig klar, dass sie natürlich auch als Soldaten dann für Deutschland oder für das Deutsche Reich in den Krieg ziehen oder fürs Kaiserreich. Und dann gab es aber eben auch da wieder eben so, als das darum ging, also der Krieg zeichnete sich ab, wird verloren, dass die
antisemitischen Diskurse oder Debatten oder so eben auch so öffentlich so waren, ja, die Juden haben sich gedrückt oder die Juden waren Drückeberger und das ist mit ein Grund, dass wir hier den Krieg verlieren. Und dann gab es eben auch eine Zählung beauftragt von jüdischen Soldaten und deren Ergebnis wurde aber eben erst weit nach dem Krieg, wenn ich mich richtig erinnere, war das so 1922 oder 23 oder so, erst veröffentlicht, wo sich dann rausstellte, das stimmt natürlich gar nicht, aber das war eben ein inszenierter Antisemitismus, um eben so wie mit den Sozialdemokraten auch die Schuldfrage zu verschieben. Genau, und Max Kulig war ja auch einer dieser jüdischen Soldaten, von denen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 120.000 in den Krieg gezogen sind, von denen dann 12.000, glaube ich, auch auf dem Feld, wie man sagt, gestorben sind. Es variiert so ein bisschen zwischen 100.000 und 120.000, die Zahlen, die man liest, ja. Aber es war im Vergleich zum Bevölkerungsanteil quasi war halt einfach definitiv nicht wenige, sondern eher tendenziell hoch, der Anteil der jüdischen Männer, die in den Krieg gezogen sind. Frauke, was mich da noch interessieren würde, weil ja quasi mobilisiert wurde, auch von Kaiser Wilhelm II., sozusagen auch jüdische Männer sozusagen für den Krieg zu gewinnen. Und jetzt ist die Frage, antisemitische Ressentiments, hat es ja gesagt, war auch schon 1900 ein Grund, warum man vielleicht eigene Vereine gegründet hat. Kann man sagen, dass sich der Antisemitismus nach dem Ersten Weltkrieg nochmal wieder verstärkt hat? Also dass es so eine Art Backlash war zu dem, was man vielleicht vorher dachte, überwunden zu haben? Ja, das würde ich so einschätzen. Das ist, soweit ich das weiß, in der Forschung auch so, schließt sich das auch so nie, oder ist es auch so erkannt. Weil dieser Antisemitismus im Grunde immer so wellenförmig auftrat. Also das, und nach dem Ersten Weltkrieg wurde es dann nochmal wieder schlimmer, um dann wieder besser zu werden sozusagen und dann natürlich mit dem, also schon vor 33, aber dann wieder zuzunehmen, ganz massiv. Also schon auch so ein bisschen die gleiche Welle wie sozusagen das, nennen wir es mal ganz schlicht den Lebensstandard, mehr oder weniger. Also sprich, nach dem Krieg ging es den meisten schlecht, da musste man Schuldige suchen. Dann ging es mal ein paar Jahre einigermaßen etwas besser nach dem Ende der Inflation. Und dann wurde es halt auch insgesamt wirtschaftlich, aber letztlich auch politisch dann wieder schlimmer. Also ungefähr so würde ich es einfach mal von außen sehen, oder? Naja, ich bin jetzt keine Expertin tatsächlich umfassend in jüdischer Geschichte, aber ich denke, das hat auch was mit der Revolution zu tun und mit dem politischen Wandel dann. Also vom Kaiserreich dann in die Republik, in demokratische Demokratie, Weimarer Republik. Das passte eben auch nicht allen. Und auch diese, denke ich, politischen Veränderungen und diese demokratischen Veränderungen, die ja auch damit einhergingen, viel mehr Bevölkerungsgruppen, die mehr Rechte bekamen, auch die Frauen zum Beispiel, ja, das Wahlrecht und so, das, denke ich, genau, waren die Leute nicht, also waren die, die immer weiterhin antidemokratisch waren und antirepublikanisch und die vielleicht nicht unbedingt die Monarchie wiederhaben wollten, aber auf jeden Fall keine Demokratie, die waren, das richtete sich dann auch gegen jüdische Menschen, die eben auch die Demokratie sozusagen begrüßt haben. Also ich denke, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil ich da tatsächlich keine Expertin bin. Ich denke nur, das ist so ein Aspekt, den man auf jeden Fall damit noch angucken muss, wenn man sich damit so beschäftigt. Ich glaube das ist immer ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Facetten und Gründen. Man hört ja auch oft so diese vereinfachte Erzählung, die Nationalsozialisten hätten es so leicht gehabt, an die Macht zu kommen, wegen der Weltwirtschaftskrise, was sicherlich eine Rolle gespielt hat, aber auch sicherlich nicht das alleine erklärt. Wir können ja mal in der Biografie immer von Max Kulig weitergehen, denn nach dem Krieg ist er erstmal nach Berlin gegangen, um dort sein Medizinstudium weiter fortzuführen. Da würde ich auch nochmal was zu sagen. Ich finde, das ist auch nochmal sehr interessant. Also das ist ja eine absolute Aufsteigerbiografie. Ne? Absolut. Ja, weil die Eltern eben aus Osteuropa nach Hamburg und der Vater war eben Handwerker. Also und der Sohn studiert Medizin. Das ist ja ein absoluter Aufstieg in der gesellschaftlichen Ansehen. Ja, man muss auch dazu sagen, dass
Was wir auch im Zuge der Recherchen herausgefunden haben, ist, dass sein Bruder Siegfried, der nochmal 6 Jahre jünger war als Max, bereits mit 23 Geschäftsführer von Hanseatic Oil Company geworden ist. Also war schon ein Indiz dafür, dass es eine sehr ehrgeizige Familie war und Max eben auch ein ehrgeiziger Sportler. Genau, Thomas, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen was erzählen zu dem zum ETV, also zum Eimsbüttler Turnverband. Denn da ist Max Kulig 1920, als er aus Berlin zurückgekehrt ist nach Hamburg, quasi direkt rübergegangen. Genau, also er war ja offensichtlich schon auch in sehr jungen Jahren ein guter Spieler. Er ist ja eben als Jugendlicher eben auch, na klar, hat es geholfen, in Anführungsstrichen, dass das eben viele Spieler im Krieg waren. Aber trotzdem musste er ja irgendwas können, um auch in der ersten Mannschaft des Turnvereins schon früh zu spielen. Und da wurde ja auch durchaus hin und wieder mal erwähnt, dass er ein guter Spieler ist, aber eben genau, er hat in Berlin ja wohl auch schon noch Fußball gespielt beim Erstligisten Vorwärts 90 Berlin. Da fehlen uns, also haben wir zwar Nachweise in der Presse und auch im Eimsbüttler TV Vereinsmagazin, nenne ich es jetzt mal, aber da fehlen noch so ein bisschen die genauen Hinweise. Aber auf jeden Fall ist er dann 1920 genau beim ETV gelandet und der damals ein erstklassiger Verein war, auch einer der größeren und bekannteren in Hamburg. Und da ist er dann auch in der Saison 2021 auf jeden Fall in der Stammelf gewesen, weil da gibt es nun doch einiges an Berichten und auf jeden Fall auch Aufstellungen, die man da gefunden hat. Weil nach dem Ersten Weltkrieg war die Sportberichterstattung doch deutlich umfangreicher, als es noch vorher der Fall war. Und es wurden auch durchaus mal Namen genannt, was auch nicht immer früher der Fall war, leider. Und da hat er wirklich regelmäßig gespielt, wurde auch in den Spielberichten immer mal als einer der besseren Spieler erwähnt. Und ja, hat da auf jeden Fall mindestens dieses eine Jahr, kann man sagen, Karriere gemacht im sportlichen Bereich, auch neben seinem Studium. Das auf jeden Fall. Danach wird es dann wieder, also das spekulieren wir ja noch so ein bisschen, warum das so war. Er hat also im Jahr danach, Saison 21/22, hat er noch ein paar Spiele in der ersten Mannschaft gemacht, aber war eher in der Reserve schon. Also da war eher, wenn mal einer ausgefallen ist, ist er dann eingesprungen. Und dann haben wir ja die Geschichte, das letzte Spiel, was er offensichtlich, was das, was wir gefunden haben, für die erste Mannschaft des ETV gemacht hat, hat er nur bis zum, glaube ich, Mitte der zweiten Halbzeit gemacht und ist dann ausgeschieden. Was ja früher noch das Problem war, dass dann, es gab keine Auswechslung, also die Mannschaft musste zu 10 weiterspielen. Und warum haben wir dann im Nachhinein auch rausgefunden, nämlich weil an dem Tag sein Vater gestorben war und er das sozusagen auf dem Spielfeld erfahren hat und hat ist dann sofort, vermutlich dann nach Hause gefahren, um seiner Familie beizustehen. Und ich vermute jetzt, oder wir vermuten, dass warum er danach eben nicht mehr erstklassig weitergespielt hat, dass er sich wahrscheinlich dann wirklich auf die Hilfe der Familie konzentriert, auf sein Studium konzentriert hat, eben um da auch weiterzukommen. Kann ja auch da nochmal sagen, dass er 23 schon ist, sein älterer Bruder, sein älterer Bruder auch gestorben, schon relativ früh im also es gab halt auch familiäre Gründe, denke ich mal, warum er den Sport dann ein bisschen ins Hintergrund hat rücken lassen und sich mehr auf Familie und Karriere, würde ich mal sagen, konzentriert hat. Das ist ja eigentlich auch relativ, das ist ja heute teilweise auch noch so. Also denke ich mal, dass wenn man ab einem bestimmten Alter gibt es immer so eine Unterbrechung im Sport, in der sportlichen Aktivität. Jedenfalls kommt mir das immer so vor. Also ich kann das sagen, aus meiner Zeit in der Marathonabteilung beim FC St. Pauli. Ja. Das ist natürlich eine spezielle Sportart, also, aber auch aus anderen Sportarten. Das, also einfach in so einer Zeit, wo die Berufstätigkeit und so, ne, und die Familiengründung und sich kümmern um die Eltern und so, das war wahrscheinlich damals auch nicht anders. Es gab ja auch eine starke Abneigung in Deutschland gegenüber dem Berufssport. Von daher war das wahrscheinlich damals einfach wirklich schwer möglich, das gut zu vereinen, wenn du halt beruflich vorankommen wolltest. Es gab auch einfach keinen Berufssport, ne? Also es gab ja auch nicht die, zumindest im Fußball, nicht die Möglichkeit, zumindest nicht Anfang der 20er Jahre, glaube ich, dich bezahlen zu lassen als für deine sportliche Tätigkeit. Offiziell auf jeden Fall überhaupt nicht. Es gibt natürlich, also es gab sicherlich Vereine, die auch den Spielern so hier und da mal was geholfen haben, beziehungsweise irgendwelche Sponsoren ihnen dann Jobs verschafft haben, wo sie dann aber zum Training und zu den Spielen auch dann frei hatten und ähnliches. Also es gab sicherlich hier und da, es gibt ja auch Berichte darüber, immer mal wieder, dass es da auch Skandale und sowas ähnliches gab, dass dann doch mal irgendwas rauskam. Aber im Grunde ist es natürlich ein reiner Hobbysport gewesen, auch in größeren und Erstligamannschaften. Aber insofern klar, wenn man dann andere Prioritäten setzt, dann langt es halt nicht mehr.
dafür, dass man das ernsthaft weiter betreibt. Ich erinnere mich auch, dass die einzigen Berufssportler in der Zeit, also in der damals waren die Boxer. Mhm. Also ja. Ne, die. Warum die ausgerechnet dann, die Boxer? Ich weiß es nicht. Also ich finde, fand das nur auffällig, dass es im Grunde so damals offenbar schon so war, wie das heute auch ist, wohl, dass es so verschiedene Verbände gibt oder verschiedene Unternehmen oder so, die vielleicht, weil das Boxen, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, doch mehr auch so eine Show-Angelegenheit war und man mit so Boxkämpfen doch relativ viel, also auch Eintrittsgelder mhm. nehmen konnte und mhm. das konnte sich irgendwie finanzieren, aber so dritte Liga irgendwo auf dem Acker, in was weiß ich wo, ist glaube ich, da funktioniert es nicht so. Und bei den Boxern, ich habe ja auch über einen jüdischen Boxer, der kommt ja auch in meinem Buch vor, der übrigens auch aus St. Pauli kommt, das waren so Erwähnungen von großen Sälen, wo die gekämpft haben. Oder auch der hat auch Spiele, also Boxkämpfe in der Flora, also in der jetzt ja in der alten Flora sozusagen. Und das war ja ein Veranstaltungszentrum, ein Veranstaltungsort. Und ich denke, das war einfach anders finanziert und so. Das ist interessant. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ja. Und genau, vielleicht können wir dann so ein bisschen in seinem Leben so ein bisschen springen. Also er ist ab 1923 hat er seine Zulassung als Arzt bekommen, hat im Freimaurer Krankenhaus im kleinen Schäferkamp, das ist da direkt quasi am Stirnende des Sternschanzenparks, und dort 2 oder 3 Jahre, das können wir nicht genau eruieren, gearbeitet, um sich dann 1926 an der Schlankreihe 25 niederzulassen und dort seine eigene Praxis als Arzt zu öffnen. Das ist ganz interessant, auch dieses Freimaurerkrankenhaus, da mhm. war ja Cäsar Wolf genau. zum Beispiel, war ja auch Jude, und auch, ich habe den Vornamen vergessen, Philipp. Für Cäsar Wolf liegt ja auch ein Stolperstein vor dem Paul Bonheim. Paul Bonheim noch, und da war genau. ich glaube noch jemand. Also das war schon so ein bisschen vielleicht auch so ein Netzwerk von jüdischen im Medizinbereich da, das finde ich auch nochmal ganz interessant. Also diese Netzwerke sind ja auch interessant, wie die sich so gegenseitig unterstützt haben. So. Was nicht der Grund war, dass er da eine Stelle gekriegt hat, denke ich. Aber es war vielleicht leichter. Mhm. Genau, ja, er hat diese Praxis gegründet in der Schlankreihe. Das war, glaube ich, damals so ein ganz neu gebaut. Auf jeden Fall, wenn man so in Zeitungsartikeln aus der Zeit Schlankreihe sucht, dann wirkt das immer, als wäre das so ein Prestigebauprojekt gewesen, so ganz neue Häuser und große Wohnungen, und ja, es gibt dann immer so Immobilienanzeigen, auch ist ganz interessant, aber jetzt ein bisschen off-topic. Genau, hat da seine Praxis gegründet, die sehr, sehr gut lief. Das kann man so ein bisschen dann seinen späteren Erzählungen und Berichten entnehmen, dass er da sehr, sehr gut verdient hat, dass es ihm also zu dieser Zeit sehr gut ging und dass er dann auch angefangen hat, wissenschaftlich zu publizieren, also sportmedizinisch zu publizieren. Auch ganz interessant, wusste ich überhaupt nicht, dass das damals schon so ein Thema war, dass er so zur Belastungssteuerung bei SportlerInnen und so relativ viel geschrieben hat. Und er hat auch Vorträge gehalten bei verschiedenen Hamburger Sportvereinen. Er war zum Beispiel beim HSV und hat da einen Vortrag gehalten über, naja, ich glaube, da ging es so im Wesentlichen darum, wie Fußballer sich im Sommer fit halten. Mhm. Weil im Fußball damals, glaube ich, immer noch so als Wintersport eher galt und es so längere Sommerpausen gab, also noch länger als heute. Ja. Unter anderem empfiehlt er da den Mannschaften regelmäßige gemeinschaftliche Besuche im Freibad. Ja, das klingt doch sinnvoll. Genau, hat aber auch, glaube ich, öfter mal so tatsächlich so Trainingsmethoden vorgestellt. Also ganz interessant, das ist schon für die damalige Zeit, wenn man muss ja vielleicht noch mal ganz kurz sagen, damals, es gab weder Trainer, noch gab es irgendwie reguläres Training. Also das war teilweise wirklich so, die Spieler kamen zum Spiel und die Aufstellung wurde, zumindest wie wir es vom Turnverein kennen, im Fußballausschuss immer am Dienstag nach dem Wochenende quasi demokratisch entschieden und wurde dann aufgeschrieben in den Protokollen, und so ist man dann aufgelaufen. Also in der Regel hatte man ja wirklich auch eine Stammelf für die ganze Saison. Also am Anfang der Saison wurde tatsächlich öfter mal das ist unsere Mannschaft für die Saison, also unsere Elf für die Saison. So und so spielen wir jetzt.
Und in der Regel wurde dann auch so gespielt. Und klar, wenn mal jemand verletzt war oder so, dann musste halt ein Ersatz aus der Reservemannschaft in der Regel dann, der genau diese Position spielt. Das ist ja auch der Punkt, dass jahrzehntelang ja alle Mannschaften das gleiche System gespielt haben. Mhm. Ne, mit einem Torwart, zwei Verteidiger, drei Mittelfeld und fünf Stürmern. Das haben alle gespielt und zwar immer, also das war nie anders eigentlich. Das heißt, man konnte immer diese Position auch 1:1 dann austauschen, die Menschen, wenn man so will. Das wurde halt auch oft gemacht. Also es gab natürlich auch immer mal auch unter Ausnahmen, klar, aber es war nicht so, in der Regel war das so, dass es alles fest war und fix war und da wurde dann nur in Notfällen sozusagen mal jemand ausgetauscht. Interessant, nochmal ganz kurz zu dem Thema Sommerspiele, weil Sina das ja erwähnt hat. Es war tatsächlich damals so, dass man im Sommer kein Fußball gespielt hat. Das war quasi, ja, das kam nicht vor. Aus welchen Gründen auch immer. So eine Art Spielverbot gab es im Endeffekt sogar. Genau, es gab ein Verbot und es war wirklich eine Art Wintersportart. Genau. Ja, als ich angefangen habe zu recherchieren für das Buch, habe ich mich gewundert, dass manche Sportler verschiedene Sportarten betreiben. Ja. Und das hatte genau damit zu tun. Genau. Also ich glaube, im Sommer war dann Handball, ne? Wenn ich das jetzt richtig richtig erinnere. Aber so, dass die irgendwie verschiedene, und das war mir auch nicht, also ich weiß es auch tatsächlich bis heute nicht so genau, warum, so wie du auch sagst, warum jetzt Fußball im Sommer nicht gespielt werden konnte. Vielleicht brauchten sie das oder hatten. Im Turnverein zum Beispiel wurde dann ja ganz stark Faustball und Schlagball gespielt. Das waren ja auch diese klassischen Turnspiele. Also gerade in diesen Turnvereinen, wie auch zum Beispiel im ETV, da wurde es ja verstärkt sogar auch betrieben. Und es gab eben auch Spieler, die dann eben beides betrieben, wie du schon sagtest. Mhm. Also es gab auch Fußballer, die dann eben im Sommer Schlagball und oder Faustball gespielt haben. Das war jetzt nicht ungewöhnlich. Mhm. Also ich habe tatsächlich einen Artikel gelesen in der Vereinszeitung des Turnvereins, schon vor längerer Zeit mal, wo es genau darum ging, welche Sportarten dann im Sommer gespielt werden statt Fußball. Und da war das, meine ich, so formuliert, dass es tatsächlich einfach so war, dass man davon ausgegangen ist, dass Fußball zu anstrengend ist im Sommer. Also körperlich zu anstrengend, um es in der Sommerhitze zu betreiben. Ja, weil also da läuft man natürlich mehr, weil ich glaube, Faustball und Schlagball sind ja eher, also ich sag mal nicht, da steht man rum, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist ja jetzt nicht in dem Sinne so ein Laufsport, wie jetzt Fußball eigentlich ist, ne? Denke ich. Also, Haben kürzere Wege, die Spielfelder auch, sind. Also das Handball, da spricht man ja auch von Feldhandball, das ist dann, ja nicht ein, das genau. Sind ja kürzere. Viel kürzere Wege, Laufwege sozusagen. Nach dem, was wir wissen, war Max Kulik aber durchgängig auch Mitglied beim ETV, auch nachdem er nicht mehr für die erste Mannschaft gespielt hat, auch als er dann Arzt geworden ist. Er ist dann ab und an mal in der vierten Mannschaft aufgetaucht, das hatte Thomas ja auch schon erwähnt, und war dann ab 1930 Mitglied der alten Herren vom ETV, also alte Herren klingt immer wirklich so wie ja, mit 32 also war haben, das dann augenscheinlich. Die haben das selber so genannt, ne? Das ist jetzt quasi eine Selbstbezeichnung, alte Herren, aber es klingt immer so, in meinem Kopf stelle ich mir dann immer so sehr alte Leute Herren, mit Schnurrbart und Spazierstock vor. Na gut, Schnurrbart hatten ja viele damals. Ja. Gut, ja. Genau, und zu der Zeit hat Max Kulik auch publiziert, das hatten wir schon erwähnt, auch in der Vereinszeitung des ETV. Interessanterweise ist noch im April 1933 ein relativ großer Artikel von ihm in der Vereinszeitung erschienen. Und vielleicht, Frauke, könntest du uns mal so ein bisschen skizzieren, was mit der Ernennung von Adolf Hitler als Reichskanzler und dann den einhergehenden Ressentiments gegen jüdische SportlerInnen, was da so genau passiert ist, was waren die ersten Schritte und wie ging es dann weiter? Ja, bei Sportvereinen ist auch sehr auffällig, dass praktisch die Vereine, also ich würde das jetzt nicht pauschal sagen für alle Hamburger Vereine, weil die damals existierten, das kann ich nicht so belegen, aber ich würde doch sagen, das ist die Tendenz ganz stark, dass sie in vorauseilendem Gehorsam ihre jüdischen Mitglieder ausgeschlossen haben. Es gab eine sogenannte Gleichschaltung schon, dass eben das Führerprinzip umgesetzt werden musste. Das heißt, es gab nur noch einen Vereinsvorstand sozusagen oder Vereinsführer dann eben. Aber Adolf Hitler, also Reichskanzler Hitler, hat ja dann auch einen Reichssportkommissar berufen, Hans von Schammer und Osten. Und der hat das am Anfang aber noch gar nicht gesagt. Also es ging gar nicht darum, dass man, dass jetzt alle jüdischen Mitglieder sofort ausgeschlossen werden müssen. Aber die Vereine, und das haben das dann trotzdem gemacht. Und das deutet eben ganz darauf hin, dass eben der Antisemitismus latent dann doch immer vorhanden war. Und dass das sozusagen so ein
Also so eine Mischung, finde ich, aus den Quellen, die ich so angesehen habe, zwischen, das war also einige, die schon immer so antisemitisch gedacht haben und dann jetzt sagten, endlich können wir das umsetzen. Das beobachtet man ja in ganz anderen, also in allen möglichen gesellschaftlichen Zusammenhängen, auch in der Verwaltung, in der Politik, überall. Und dann aber noch andere, die sozusagen auf eine ganz merkwürdige Weise so gesagt haben, ja, tut uns ja leid, ne? Also ihr wart ja mal, wir waren ja immer dicke irgendwie als Sportkameraden, wie das damals so genannt wurde, wie die sich bezeichnet haben. Aber das für das Große und für die, in Anführungszeichen, nationale Revolution müssen wir jetzt euch leider hier rausschmeißen. Und das war aber in den Vereinen auch ganz unterschiedlich. Es wurde unterschiedlich gehandhabt. Also ganz rigoros war eben die Hamburger Turnerschaft von 1816, die also ziemlich sofort angefangen hat, die jüdischen SportlerInnen, da waren ja dann schon Frauen und Mädchen Mitglied, auch rauszuschmeißen. Und beim ETV bezog sich das erst auf so Leitungsposten sozusagen, also Funktionärsposten. Und ich würde mal sagen, beim SV St. Georg wurden ja auch die Sportler ziemlich früh rausgeworfen, was man ja an den Gebrüdern Lang sieht, die dann ja nochmal zum FC St. Pauli gekommen sind. Also das ist ja auch schon ganz interessant, dass der FC St. Pauli die beiden dann aufgenommen hat, die vorher schon bei St. Georg rausgeflogen waren. Und ich finde, dass so ein Aspekt, den ich da nochmal so, oder was bedeutete das eben eigentlich für die SportlerInnen dann? Weil da habe ich doch, ich habe eine ganze Reihe von in der Werkstatt der Erinnerung, das ist so ein Oral History Archiv in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, habe ich eine ganze Reihe Interviews, so lebensgeschichtliche Interviews mit Hamburger, ehemaligen jüdischen HamburgerInnen gelesen und einige, die eben auch im Sportverein waren und die auch davon berichten, wie furchtbar das war und dass sie das nicht verstanden haben. Und das für Erwachsene vielleicht noch mal eher zu verarbeiten, so, ne, also und die Einordnung in die, aber für die Kinder und Jugendlichen war das eine echte Katastrophe, weil die waren ja oft auch mit Mitschülern, SchülerInnen im Verein oder sind da auch eingetreten, weil ihre Schulfreundinnen da auch Mitglied waren. Und die durften damit einmal nicht mehr hin. Und das war vielleicht weniger dann, ich darf nicht mehr Sport machen. Das gab es genauso, aber auch diese soziale Ausgrenzung sofort dann. Und ich glaube, das ist wirklich, das war ein ganz starker, also wirklich ein Schock sozusagen auch für Kinder und Jugendliche vor allem. Bestimmt. Ich fand das auch auf Verbandsebene ganz interessant, weil ich neulich nochmal in der besagter Turn, Spiel und Sport gelesen habe und dann einen Artikel gefunden habe eine Bekanntmachung von Mai 1933, wo der Norddeutsche Sportverband, der vormals irgendwann auch mal Norddeutscher Fußballverband hieß, die jedenfalls den Spielbetrieb organisiert haben in Hamburg, also die Wettbewerbe ausgerichtet haben, ne, die Fußballligen, dann auch wirklich schon im Mai 33 gesagt haben, ja, es gibt jetzt noch keine offizielle Bekanntmachung dazu, was mit jüdischen SportlerInnen geschehen soll, aber wir beschließen jetzt einfach das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums auch auf den Fußball zu übertragen oder auch auf den Sport in Hamburg zu übertragen. Was dann ja für SportlerInnen bedeutet hat, dass sie nicht mehr zu Wettkämpfen zugelassen waren. Also selbst wenn sie noch weiter, das hat mich, weil ich das selber in dem Moment erst so richtig begriffen habe, also selbst wenn du weiter Mitglied sein durftest, durftest du ja nicht mehr an Punktspielen teilnehmen, als Fußballer zum Beispiel. Ja. Genau. Also die Vereine mussten sich praktisch, also es war beim Fußball und ich glaube beim Handball war es etwas, das ging noch ein bisschen länger, die durften noch gegen paritätische Vereine auch weiterspielen. Der Leichtathletikverband, das habe ich ja auch, hatte ich eben auch noch eine Quelle zu gefunden, dass die dann noch ganz ausdrücklich gesagt haben, nö, wir machen das jetzt erstmal nicht mit und haben auch ein jüdisches Mitglied in dem Verband auch noch weiter gewählt als Funktionär gegen den NSDAP-Mann. Aber das hielt überhaupt nicht lange an, also so, ne? Aber
Und das bedeutete eben auch, dass für die jüdischen Vereine und Mannschaften die ganze Struktur ja irgendwie zusammengebrochen war. Die mussten sich erstmal sortieren und gucken, was machen wir denn jetzt? Ne? Also gerade bei Mannschaftssportarten natürlich. Wo sind jetzt, gegen wen spielen wir denn jetzt? Und so. Das ist, finde ich, auch immer noch mal so ein ganz interessanter und wichtiger Aspekt auch für das jüdische, für die Selbstbehauptungsaktivitäten irgendwie weiterzumachen trotzdem als Sportler. Wo wir jetzt ja schon einen Schritt weiter sind, ne? Also schon bei jüdischen Sportvereinen auch. Ja, aber das, genau, also von Max Kulik wissen wir im Prinzip zurück, also nochmal zurück zu seiner Biografie, dass er irgendwann zwischen 33 und 34, wo er dann bei den alten Herren wieder auftaucht von der Sportgruppe Schild, also dass er irgendwann zwischen 33 und 34 den ETV verlassen musste. So. Und dann kann Frauke ja vielleicht einmal ein bisschen erzählen, wie SportlerInnen in Hamburg sich dann organisiert haben nach dem Ausschluss aus ihren Heimatvereinen, also aus ihren selbstgewählten Vereinen und was eigentlich die Sportgruppe Schild ist und wo das herkommt. Genau, man müsste vielleicht vorher nochmal sagen, so als Übergang auch, dass die Stimmung in den Vereinen natürlich auch so war. Es könnte auch sein, Max Kulik ist gar nicht rausgeworfen worden, ausdrücklich, dass jemand gesagt hat, hier, du nicht mehr, sondern die Stimmung war eben auch so. Oder es wurde den SportlerInnen nahegelegt, den Verein zu verlassen. Also das, und da möchte man eben auch nicht mehr Mitglied dann sein, wenn man weiß, man ist unerwünscht. So, und das finde ich auch nochmal so ziemlich perfide und also da muss es gar nicht mal so einen richtigen offiziellen Ausschluss geben. So. Genau, und also in Hamburg gab es ja, das fand ich auch ganz interessant bei meinen Forschungen, doch über die Zeit sehr viele jüdische Vereine. Und die jüdische Turnerschaft, die hat es auch noch immer gegeben, die wurde aber immer weniger, also die hatten verloren Mitglieder. Und es gab auch in der Sportszene praktisch auch so einen Konflikt, den es auch in anderen innerjüdischen Zusammenhängen gab, nämlich so eine Auseinandersetzung zwischen den Juden, die gesagt haben, ja, wir sind in erster Linie Deutsche und wir wollen doch hier auch bleiben und man muss sich denn dem bestimmten Dingen eben anpassen. Aber wir verstehen uns als Deutsche und erst in zweiter Linie als Juden oder Jüdinnen. Und dann nationaljüdisch oder zionistisch ausgerichteten Juden und Jüdinnen, die gesehen haben, dass sie einfach ein Land wollten, praktisch, wo sie hin konnten, wo es eine Möglichkeit gab, für sie dann sicher zu leben. Und die wollten eben wollten dann in Palästina eben sich ein Leben aufbauen und darauf da letztlich dann dahin streben. Und das verstärkte das natürlich, dass sie in NS-Deutschland dann nicht mehr erwünscht waren. Und diesen Konflikt oder diese Auseinandersetzungen, die sind in meinem Buch kommt das nicht so vor, weil das in Hamburg nicht so stark war. Also in Hamburg war es eher so konsensual, würde ich sagen, so ein bisschen. Die haben versucht, sich da miteinander zu verständigen. An einem bestimmten Punkt mussten sie sich sowieso miteinander zurechtkommen. So. Aber in den jüdischen, ich habe viel das israelitische Wochenblatt und das Hamburger Wochenblatt, also jüdische Zeitungen ausgewertet. Und da sind diese Auseinandersetzungen so reichsweit sehr heftig. Also sehr heftig, teilweise auch sehr persönlich, finde ich, wie ich das gesehen habe. Und es ist wirklich so wie so ein Ring darum, wie, was ist jetzt das Beste? Was macht man jetzt, ne, in dieser Situation? Und das in Hamburg war es eben so, es hatte sich 1910 ein Bar Kochbar gegründet. Das war eben so ein zionistisch ausgerichteter Verein. Und die Initiative kam damals aus Berlin auch. Gab es so Verbindungen von Berlin nach Hamburg. Und der hatte ganz schnell auch ganz viel Zulauf. Und die eher so deutschnational ausgerichteten jüdischen SportlerInnen, die waren immer dann doch überwiegend oder eigentlich nur in diesem paritätischen Verein organisiert. Und nach 1933, also nach der Machtübergabe an die NSDAP,
da haben die sich dann überlegt, so, wir werden, es gibt so einen Aufruf, von, da haben sich mehrere Sportler zusammengetan und haben gesagt, wir gründen jetzt eben einen Verein. Und das war praktisch eine, es gab eben den Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, das war genau das, was der Name auch sagt. Und die hatten dann eben schon ein Sportbundschild gegründet. Und hier in Hamburg wurde das dann die Sportgruppe Schild. In anderen Städten hat sich das etwas früher gegründet. In Hamburg war es im Mai 33. Und da gibt es eben einen Aufruf, wo sich eben der provisorische Vorstand an Hamburger SportlerInnen wendet und sagt, wenn dich dein Verein kaltgestellt hat, also das Wort wird so verwendet, dann komm doch zu uns. Und sie sagen dann noch dazu, dass sie aber jetzt nicht von anderen Vereinen, jüdischen Vereinen, die Leute abwerben wollen. Also das war, denke ich, da sollte natürlich jetzt auch nicht so eine richtige Konfrontation passieren. Aber in der Sportgruppe Schild waren dann eben sehr viele SportlerInnen, die vorher in paritätischen Vereinen waren und auch so da auch Funktionärspositionen hatten und diese Erfahrung dann auch damit reinbringen konnten. Und bei Kochbar war eben, den gab es eben schon viel länger, da waren ja Strukturen schon vorhanden. Und die Sportgruppe Schild hat auch anfangs noch gedacht, dass sie sich, also das ist ja auch noch so ein Aspekt, die jüdischen SportlerInnen hatten plötzlich keine Orte mehr, wo sie Sport machen konnten. Also sie konnten eben Sporthallen nicht mehr nutzen, die ihnen paritätische Vereine vorher zur Verfügung gestellt hatten. Irgendwann hat, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf, wann das war, aber ich glaube 36 haben ihnen die Hamburger Wasserwerke auch das Nutzen der Schwimmhallen verboten oder der Schwimmbäder für die Schwimmabteilungen eben. Und das war eben total schwierig für sie auch so Orte zu haben, wo sie weiter ihren Sport ausüben konnten. Also da war sozusagen das für die Ruderer oder RudererInnen auch noch am besten, dass sie einfach auf der Alster weiter rudern konnten. Mhm. Also weil das hat man ihnen jetzt erstmal so nicht verboten. Und genau, was war jetzt? Ich habe mich so ein bisschen weit ausgeholt hier. Genau, aber wenn wir nochmal auf die Sportgruppe Schild zurückgehen, die man jetzt, um vielleicht diese, hattest du ja erwähnt, diese Einordnung, dass der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, also eher im Kern, eher so rechtsnational, könnte man es vielleicht benennen, ist immer ein bisschen schwierig, aber es war auf jeden Fall. Also deutschnational. Oder deutschnational, genau. Und genau, aber diese Sportgruppe Schild, bei der Max Kulig dann ab spätestens 1934 auch aktiv Fußball gespielt hat, bei den alten Herren, die haben ja sich quasi selber geholfen und einen Trainingsplatz gepachtet. Und dieser Trainingsplatz lag in Lockstedt und der war schon existent, allerdings in eher marodem Zustand. Ich glaube, Eintracht Lockstedt hat er gespielt. Ja. Bis 1928, wenn ich das richtig gesehen habe. Der lag dann irgendwie brach und mit finanzieller Hilfe der jüdischen Gemeinde wurde dieser Sportplatz an der Kollaustraße dann ausgebaut und modernisiert und dann von der Sportgruppe Schild benutzt, auf dem dann eben auch sehr, sehr viele Turniere, Feldhandball, Fußball, wirkliche Feste gefeiert wurden. Am 8. Juli 1934 gab es dann ein großes Einweihungsfest mit verschiedenen jüdischen Vereinen aus der Republik. Genau, und das war dann eben sozusagen der erstmal sozusagen der sichere Hafen. Aus der Nicht-Mehr-Republik. Aus der Nicht-Mehr-Republik, richtig. Ich habe auch gar nicht gesagt. Richtig, landesweit. Landesweit, richtig. Das Reichsweit. Ist der, das ist der Reichsweit. Wie auch immer, ja. Genau, und jedenfalls an diesem, auf diesem Trainingsgelände an der Kollaustraße trainiert jetzt heutzutage, wie wir wissen, der FC St. Pauli. Für uns natürlich auch ein Anliegen, das auch einfach wieder in die Erinnerung zurückzuholen, dass auch dieser Platz eine Geschichte hat, an die erinnert werden sollte und ja, uns das einfach wirklich ein persönliches Anliegen ist, denn es wurde schon bereits auch in der Fußball-Nationalsozialismus in der Rathausausstellung von Neuen Gamma auch schon erwähnt und es ist eigentlich auch an der Zeit, daran auch grundlegend zu erinnern an der Kölnerstraße. Stimmt, ja. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war die Einweihung von dem Schildplatz
irgendwie im Sommer 34, so das nächste Jahr wäre praktisch 90 Jahre, ist ja auch vielleicht ein guter Anlass. Blau-Weiß, ein weiterer jüdischer Sportverein, hat einen Platz, der direkt da anschließt, dann auch übernommen 1936 und hat da, die mussten noch viel mehr selber da arbeiten, um das überhaupt, diesen Acker da sozusagen in so einen Platz zu verwandeln, auf dem sie spielen konnten. Aber das waren eben auch so Versuche, selber aktiv zu werden und das Sportleben weiterzuführen. Ne? Die hatten ja auch wohlhabende Mitglieder, die dann eben auch große Spenden gemacht haben. Und die haben sehr viel selber, waren sehr viel aktiv und haben wirklich selber so Hand angelegt bei dem Vorbereiten, Aufbereiten des Platzes dann. Also das ist auch, glaube ich, nochmal diese, ich finde, wir fanden so diese Berichterstattung über die Einweihung der Vereine auch nochmal so ein Zeichen. Also da klingt ganz stark durch, na, wir sind zusammen und wir also sich nicht so unterkriegen lassen zu wollen. Das finde ich so ganz stark. Das ist, fand ich sowieso auffällig in der jüdischen in den jüdischen Zeitungen und Sportberichterstattungen, dass das wirklich das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl so ganz stark auch nochmal gepusht wurde von der Presse, wobei das oft in den jüdischen Zeitungen ja so Hobby, also es waren oft selber Sportler, die dann was geschrieben haben und das, wenn da nichts steht, dann war einfach niemand da, der Lust hatte, das zu machen. Und wenn da manchmal eine Zeit lang jemand war, der das gerne gemacht hat, dann gibt es auch mit einmal ganz viele Artikel. Also es war jetzt keine professionelle. Das ist aber in Anführungsstrichen normalen Sportpresse ja auch nicht anders gewesen, oft. Ja. Genau. Und das finde ich immer da, das klingt da eben auch immer wieder nochmal durch, dieses wir lassen uns jetzt hier nicht unterkriegen. Und die Situation war natürlich, also die Auswanderung oder die Immigration waren ja auch so wellenförmig. Die erste große Welle war eben 33 nach der Machtübergabe und die zweite Welle war nach den sogenannten Nürnberger Gesetzen, also wo eben jüdische Menschen nicht mehr nicht-jüdische Menschen heiraten durften und so weiter. Und die dritte dann natürlich nach dem Novemberpogrom 1938. Aber das bedeutet, dass zwischen 33 und 38 auch immer mehr Erwachsene, vor allem junge Erwachsene, eben auch Hamburg verlassen haben, also jüdische Erwachsene. Und das sieht man auch daran, dass die Jugendarbeit in den Vereinen so verstärkt wird auch und dass sie immer versuchen, die Kinder und die Jugendlichen in ihre Vereine zu holen mit so Schausportveranstaltungen, Schautouren und sowas, um die da, um ihnen eben auch so einen sozialen Zusammenhalt zu bieten. Ne? Also es ging immer auch um Sport, aber es war eben, hatte auch eine ganz starke soziale Komponente. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu bedenken. Also wie sich so ein Sportleben dann auch verändert, wenn alle so nächste Woche, so wie ihr vorhin gesagt habt, ne, die Mannschaft wird irgendwie einfach die Woche festgelegt und aber dann ist leider dann 3 Tage später sind dann schon 3 Leute nicht mehr da, weil die sind dann schon geflohen aus Hamburg. Mhm. Und so. Das ist ja auch, passt ja auch wieder zur Biografie von Max Grulicke, weil wir haben ja gesagt, anfangs hat er in den alten Herren bei Schild gespielt und später haben wir aber noch Berichte wieder gefunden, dass er dann auch da nochmal in der ersten Mannschaft gespielt hat, bis 1937, glaube ich, sogar noch, also dann mit 39 Jahren offensichtlich, weil wahrscheinlich, genau das ist der Punkt, da mittlerweile auch einige dieser erwachsenen Spieler auch einfach ausgewandert sind, nennen wir es jetzt mal so, und deswegen einfach ähnlich wieder wie damals im Ersten Weltkrieg letztlich die Plätze in der Mannschaft frei wurden und er dann da wieder doch nochmal wieder in der ersten Mannschaft gespielt hat. Ja, Max Grulicke ist relativ spät erst, um da einmal vorzugreifen, er hat Deutschland verlassen, er ist geflüchtet, aber er hat das erst 38 getan und ist relativ lange davon ausgegangen, tatsächlich, das wissen wir, weil er selber berichtet hat, er ist eher davon ausgegangen, dass ihm nichts in Anführungszeichen Schlimmeres passieren wird, weil er mit einer sogenannten Arierin verheiratet war, seine Frau war evangelisch und weil er Veteran war, weil er dachte, weil er im Ersten Weltkrieg war, sich quasi verdient gemacht hat fürs Deutsche Reich, dass ihm nichts passiert und das hat sich natürlich als falsch herausgestellt, aber in das Haus, in der Schlankreihe, in dem er seine Praxis hat und auch gewohnt hat, ist dann ein NSDAP-Ortsgruppenleiter gezogen. Das erzählt er in der Akte für Wiedergutmachung und seine Akte für Wiedergutmachung.
der es sich wirklich zur Aufgabe gemacht hat, quasi zur persönlichen Aufgabe, seine Praxis zu ruinieren und ihm zu schaden und dann wirklich auch angefangen hat, seine Patientinnen, es waren vor allem Frauen, weil er Geburtshelfer war, wirklich abzufangen vor der Tür und zu sagen, geht nicht zu einem jüdischen Arzt. Und er auch wirklich finanziell dann so massive Einbußen hatte, dass es sich irgendwann nicht mehr gelohnt hat, diese Praxis auch zu betreiben. Und dann wurde er verhaftet, ne? Wann wurde er verhaftet? Genau, er wurde verhaftet im Februar 38. Es gab ja eine Aktion der Gestapo, die vor allem jüdische Menschen in Schutzhaft genommen hat, in Anführungszeichen Schutzhaft. Wir wissen das nur, also wir wissen das aus seiner Akte für Wiedergutmachung, und es gibt eine Liste, die relativ perfide ist, denn auf der steht, die entstandenen Kosten durch die notwendige Inschutzhaftnahme folgender Person, auf der sich Max Kulig auch findet. Das heißt, die Gestapo hat es diesen Menschen auch noch in Rechnung gestellt, dass sie in Schutzhaft nehmen mussten, in Anführungszeichen. Er wurde dann verhaftet und interniert im KZ Fuhlsbüttel. Nach 5 Tagen konnte er raus, unter der Auflage, Deutschland sofort zu verlassen. Und das gelang ihm auch nur, weil er bereits ein Visum für eine Ausreise nach Frankreich in der Tasche hatte. Das heißt, er muss im Zuge Ende 37, Anfang 38 schon das Ziel gehabt haben, Deutschland zu verlassen. Innerhalb von 6 Wochen hat er alles verkauft, was er hat. Er hatte noch verschiedene Immobilien, kleine, die er relativ schnell verkauft hat nach seiner Entlassung aus dem KZ Fuhlsbüttel. Und hatte dann einen sehr komplexen Briefwechsel mit der Devisenstelle, was sozusagen auch ein klassisches Beispiel war, wie Menschen drangsaliert wurden. Also er wurde dazu genötigt, auszuwandern. Gleichzeitig wurde ihm diese Auswanderung so viele Hürden in den Weg gestellt, dass diese Menschen darin auch teilweise zerbrochen sind. Ja, aber er hat es dann irgendwie geschafft, zum 1. April 1938 mit seiner Frau Luise das Land zu verlassen. Wobei sagen muss, Frankreich deswegen auch, weil Luise auch Französin war. Genau. Und auch Familie dort in Frankreich noch hatte. Sie haben ja auch in Nizza, glaube ich, geheiratet genau. dann. Genau, ja. Sie haben aber auch zu einem Zeitpunkt in Frankreich geheiratet, als sie in Deutschland schon nicht mehr hätten heiraten genau. dürfen, muss man auch noch genau. dazu sagen. Ja. Genau. Also ich denke aber auch, das ist ja auch gar nicht so, also anfangs vielleicht war das gar nicht so falsch, was er gedacht hat, dass er gedacht hat, er ist, also erstmal war er natürlich geschützt, aber der war ja noch nicht verheiratet, ne? Deswegen der Schutz war eigentlich dann auch noch nicht da mit seiner nicht-jüdischen Frau. Aber dieses Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums schloss ja anfangs die Frontkämpfer aus. Also das war eben die waren anfangs davon nicht betroffen. Und so, das kann für ihn schon bedeutet haben, okay, war ich ja im Krieg und dann so, ne, und dann bin ich nicht so bedroht davon. Aber klar, das war ja überhaupt nicht zu übersehen. Außerdem haben die sich natürlich auch untereinander alle ausgetauscht und auch im Verein. Ich meine, die gehen ja nicht in den Sportverein und machen Sport zusammen und reden nicht miteinander, sondern das ist ja wie heute auch immer. Aber diese Annahme gerade eben bei diesen Veteranen, nenne ich es jetzt mal, war ja doch gar nicht so, also war schon relativ weit verbreitet durchaus, dass man sagt, so, ich habe doch für Deutschland gekämpft und wie auch immer. Und das muss auch anerkannt werden. Also ich glaube, das war gar nicht so selten, dass das Menschen so dachten. Ja, ganz viel. Also ich habe ja sehr, sehr viele, also ich bin ja auch ehrenamtliches Mitglied in der Hamburger Stolperstein-Biografiengruppe oder im Stolperstein-Projekt, und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Wiedergutmachungsakten oder in Anführungszeichen also so Entschädigungsanträge gelesen. Und da sind ja dann auch so Originaldokumente manchmal drin, und wo die dann irgendwie praktisch fast schon das Eiserne Kreuz dahin geschickt haben und gesagt haben, ja, aber also wieso? Ne? Das kann doch gar nicht sein. Also das ist extrem verbreitet. Also. Ich glaube, es war auch der erste Krieg, wo jüdische Soldaten in bestimmte Positionen aufsteigen konnten und überhaupt quasi eiserne Kreuze erhalten konnten und so. Wir waren jetzt am Wochenende auf dem jüdischen Friedhof in Ohlsdorf, weil wir das Grab von Max Kuliks Vater gesucht haben und auch gefunden haben. Aber haben uns dann auch nochmal dieses Kriegsdenkmal angeguckt für die Soldaten des Ersten Weltkriegs, wo ja wirklich auch immer die Ränge und Orden noch mit auf den Grabsteinen stehen, der Gefallenen. Das fand ich auch ganz beeindruckend. Ja, genau. Als Max Kulig dann ja 38, im April 38 Hamburg verlassen hat,
Was ist denn mit Schild passiert? Also was ist denn mit der Köllerstraße passiert? Kann man das eruieren? Also was ist generell mit den jüdischen Sportvereinen passiert? Denn wenn man das vielleicht nochmal kurz zurückholt, ist ja 1936 gab es ja diese riesige Propagandamaschinerie von Olympia. Mhm. Und soweit man das sieht, war es bis zu gewissen Grenzen aber möglich, dass jüdische Vereine auch noch gegen paritätische Vereine spielen durften. Das ging bis 36. September 36 wurde ein Spielverbot erteilt, also genau. Ziemlich genau nach Olympia, kann man sagen. Ja. Und dann kann man ja auch sagen, direkt nach Olympia ist es dann rapide schlechter geworden. Und es waren auch nur noch sozusagen Spiele innerhalb jüdischer Vereine möglich. Was ist denn mit jüdischen Vereinen dann passiert? Also das war jetzt praktisch ein weiterer Schritt, das jüdische Sportleben dann nochmal wieder anders zu organisieren, weil die brauchten natürlich auch Spielpraxis, bei Mannschaftssport, aber auch so natürlich Praxis im Sport und wollten ja auch Wettkämpfe machen. Ich meine, das war so inzwischen ganz normal. Und die haben dann eben versucht, die haben Turniere organisiert, jenseits von die haben Ligen Ligen gegründet, gegen andere jüdische Vereine gespielt, gegen jüdische Vereine aus anderen Städten, sind da hingefahren. Und das war dann immer auch verbunden mit anschließendem Umtrunk, also auch wieder eine soziale Komponente. Und Blau-Weiß ist sogar nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, sind die 34, 35, das war schon noch vorher, glaube ich, sind die nochmal ins Ausland, also nach Skandinavien gefahren und haben da gegen jüdische Mannschaften gespielt. Also die haben versucht, dann das Sportleben nochmal intern jüdisch sozusagen zu organisieren. Und eben unter den Bedingungen, dass immer mehr Sportler weggegangen sind, ja, und da immer weniger zur Verfügung standen. Und es immer mehr solche Verabschiedungen gab, wo dann, also das war für mich zum Beispiel auch noch eine ganz gute Quelle in den jüdischen Zeitungen, dass dann da immer darüber berichtet wurde. Und jetzt haben wir heute wieder den Sportler verabschiedet und sie gehen da und da hin und wir wünschen ihnen alles Gute und so weiter. Und dadurch, das gab dann nochmal so Informationen darüber, auch was aus denen wurde, weil das waren ja jetzt keine berühmten Personen, so jedenfalls in Hamburg gab es jetzt so nicht so wirklich berühmte, also einige schon, aber in anderen Städten finde ich das auffälliger, also Berlin oder Frankfurt oder so, oder Stuttgart, glaube ich, sogar auch, München. Und dass man dann zumindest, dass es schwer ist, so biografische Recherchen zu machen, weil man so wenig Quellen hat. Weil in den Wiedergutmachungsakten zum Beispiel schreiben die ja auch nicht, ich war da und da Sportler. Das schreiben die ganz oft nicht. Mhm. Also das erfährt man dann so gar nicht. Obwohl wir uns tatsächlich auch gefragt haben, warum? Also warum das so wenig erwähnt wurde in den Akten auf Wiedergutmachung, weil das ja schon auch irgendwie ein Moment sozialer Integration ist und auch ein Indiz für das, was man irgendwie verloren hat. Ja, aber ich glaube, das liegt eben an dieser Art dieser Verfahren. Da ging es um Geld. Also es ging um Wiedergutmachung und Sport. Wenn du nicht Trainer warst oder Trainerin warst oder Geld gekriegt hast für deinen Sport, dann war das nichts, was du angeben konntest als das wurde mir genommen oder ich hatte jetzt dann weniger Einkommen. So. Und dadurch spielte das für die, denke ich, keine Rolle, weil diese Wiedergutmachungsverfahren nicht darauf basierten zu erklären, wie integriert man war, sondern wie die Verfolgung funktionierte und was man an finanziellen und auch an natürlich dann durch die Inhaftierung, ne, also wenn die Wiedergutmachungsverfahren für ermordete Angehörige waren, den Verfolgungsweg nachzuzeigen. Und manchmal haben sie es ja auch erwähnt. Also ich habe auch eine Akte oder mehrere, wo die Überlebenden dann auch Urkunden mitgeschickt haben zum Beispiel. Also teilweise sind dann auch die Originale auch in den Wiedergutmachungsakten Urkunden, die ihren sportlichen Erfolg und ihre Integrationen belegen. Aber das war eher so, weil die Person zum Beispiel, die Frau, die war Sportlehrerin auch. Das heißt, die hat auch damit Geld verdient. Aber bei den anderen, ich glaube, die erwähnen auch nicht, wenn sie im Chor gesungen hätten oder so, das hätten sie auch nicht erwähnt. Mhm. Oder irgendwas, ne? Außer, ja, weil das in diesem speziellen Verfahren eben nicht relevant war. So. Obwohl das ja schon auch oft um
umso körperliche Gesundheit und natürlich dann auch die körperlichen Folgen der, der Haftbedingungen, der Flucht und der Verfolgung und der Lager ging. Und da habe ich mich dann manchmal auch in dem Zuge gefragt, weil es dann oft auch darum geht zu belegen, wie gesund man vorher war im Vergleich zu hinterher quasi. Und da wäre dieser Moment, ich war Sportlerin, ich war offensichtlich fit, da hätte ich so gedacht, dass das vielleicht auch nochmal öfter eine Rolle spielt. Aber auch das habe ich jetzt eher selten gesehen. Ich würde auch sagen, dass ich habe das auch vielleicht zwei, dreimal maximal so ungefähr gefunden, so ein Hinweis darauf, ne, dass die Leute körperlich fit waren und dann durch die Flucht oder die Inhaftierung nach dem Novemberpogrom zum Beispiel in Sachsenhausen, die Inhaftierung, die ja wirklich auch mit körperlichem, die wurden ja wirklich, na, nicht gefoltert, aber die, also das war schon mit unheimlicher Brutalität verbunden. Mhm. Und dann das Exil und dann in den Exilländern die Bedingungen da und so, also die Wetterumstellung und sowas zum Beispiel. Aber trotzdem kommt das kaum vor. Ja, interessanterweise ist, wo wir bei der Akte für Wiedergutmachung sind, Max Kulik ist ja dann 1941, hat es geschafft, nach New York zu emigrieren, nach einer sehr komplexen und auch vermutlich für ihn auch einschneidenden Exilzeit in Frankreich und Nordafrika. Er ist dann Arzt geworden, wieder. Also er konnte wieder als Arzt praktizieren in New York. Und wo wir dann nochmal so einen Bogen gefunden haben zu seiner Fußballerzeit, das ist auch in deinem Buch, da wird der Name Max Behrens erwähnt. Und Max Behrens war ein Sportjournalist aus Hamburg, auch auf St. Pauli groß geworden, der in den 20er Jahren nach Frankfurt gegangen ist und dort Sport-Fußball-Berichterstattung gemacht hat. Und er musste wegen der sogenannten Rassenschande, wurde er inhaftiert und ist dann ebenfalls in die USA geflohen. Da muss man kurz sagen, was Rassenschande bedeutet, in Anführungszeichen, das ist ja ein NS-Begriff. Also genau, Also Rassenschande ist quasi ein Verhältnis eines, in dem Fall jüdischen Mannes, zu einer nicht-jüdischen Frau, beziehungsweise zu einer deutschen Frau. Das war dann quasi von den Nazis ein gern genommener Vorwand, um Leute zu inhaftieren. Max Behrens ist eben in die USA geflohen, hatte dann eben auch, wie wir gerade besprochen hatten, eine Akte für Wiedergutmachung. Und in diesen Akten für Wiedergutmachung, wie wir eben gerade gesagt haben, musste oft auch die körperliche Belastung durch die Verfolgung des NS-Regimes von einem Arzt bestätigt werden in einer eidesstattlichen Versicherung. Und Max Behrens Arzt in New York war Max Kulik. Und er hat ihm quasi für die Akte für Wiedergutmachung eine eidesstattliche Versicherung unterschrieben und auch in seinen eigenen Worten ausgefüllt, in der er eben sagt, dass Max Behrens so gelitten hat unter der Verfolgung, dass er langfristig an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und Max Kulik eben auch sagt, dass er Max Behrens noch aus der Zeit aus Hamburg kennt und aus der Fußballerbewegung und sich dort auch das erste Mal in seinen eigenen Worten auch als Sportmediziner auch nochmal definiert. Und das ist natürlich sehr interessant, weil das einfach so ein ganz, ganz großer Bogen ist, der da am Ende noch geschlagen wird. Und auch da nochmal vielen Dank an Matthias Thoma vom Eintracht Frankfurt Museum, der uns noch diesen Original Attest. Dieses Original, diese staatliche Versicherung hat zukommen lassen. Das ist im hessischen Staatsarchiv gewesen, denn Max Behrens Frau Irma hat das in Frankfurt logischerweise gestellt, die Akte für Wiedergutmachung. Ja, das finde ich auch, das fand ich super. Also das fand ich auch nochmal, also das ist, dass ihr das gefunden habt, diese also, dass ihr die eingesehen habt, die Wiedergutmachungsakten in Hessen, also im hessischen Hauptstaatsarchiv, Wiesbaden wahrscheinlich. Und weil ich bin Max Behrens ja gar nicht so weit nachgegangen, weil ich mich mit seiner Schwester beschäftigt habe, die von Hamburg aus dann auch emigriert ist und so und auch Sportlerin und Sportjournalistin war. Und das fand ich dann nochmal super, also diese Verbindung auch zu finden. Das ist klar, ich meine, auch im Exil, zumindest in einer Stadt, haben die sich dann eben auch wieder orientiert an Leuten, die sie kannten oder wo jemand sagte, geh doch da mal hin oder geh zu dem Arzt oder so.
Es gab ja auch, hast du auch vorhin herausgefunden, Christoph, wann da diese, ich nenne es jetzt mal jüdische Fußballsportbewegung da in New York, die war ja auch sehr groß, durchaus in den 40er, 50er Jahren. Es ist sehr, also eine sehr interessante Kombination, auch weil wir haben über die, es gab ja die Exilzeitung Aufbau, in der Max Behrens Ressortleiter für Sport war als Journalist und wir dadurch auch ganz viel erfahren haben über, es gab eine multikulturelle Liga, es gab die German American Soccer League von deutschen Auswanderern, von der man sich an, aber wo sich die deutsch-jüdischen Auswanderer eben von distanziert haben, weil dort eben auch Leute waren, die dem Nationalsozialismus zugewandt waren, auch in den USA. Daraufhin hat man eine eigene Liga gegründet, wo dann eben unter anderem auch der New World Club war. Das war quasi der Fußballverein von Aufbau, von dieser Exilzeitung, für die eben Max Behrens nicht nur dann Ressortleiter Sport war, sondern er war auch noch Chairman quasi dieses Clubs. Und in dieser Liga von 10 bis 12 Vereinen gab es dann, glaube ich, insgesamt 5 jüdische Vereine und es war wirklich eine sehr aktive Szene. Auf jeden Fall. Es wurde auch regelmäßig über diese Spiele berichtet und auch diese, auch da kommt Max Behrens wieder ins Spiel, denn Max Behrens hat auch die ersten Besuche deutscher Vereine in Amerika auch organisiert. Also der HSV kam 1952, glaube ich, oder? Ich glaube, die sogar schon 50, glaube ich, 50? Und 51 dann Eintracht Frankfurt. Stimmt, richtig. Genau, ja. 1950. Der HSV war der erste deutsche Verein da, tatsächlich. Und wurde unter anderem von, es gab durchaus auch Protest. Also auch wenn Max Behrens als Persönlichkeit des Fußballs in Deutschland und als Jude selbst diese Reise organisiert hat, gab es jüdische junge Männer, die tatsächlich auch Fototermine mit faulem Obst und Gemüse bombardiert haben. Also die HSV-Spieler auch wirklich da angegangen sind, weil es für die doch wirklich noch zu früh war für diese Art der Begegnung. Ja, ich meine, man weiß ja auch nicht, wie, vielleicht kannten die ja auch noch welche von denen. Ich meine, gut, die waren dann in den 30er Jahren eher noch Kinder oder Jugendliche, aber vielleicht die Eltern oder so, man weiß ja nicht, was da für NS. Also es gab ja wohl tatsächlich so eine Art Kampagne gegen einige der HSV-Funktionäre, wovon dann auch, also das ist teilweise wahrheitsmäßig, teilweise auch eben nicht. Das war auch ein bisschen sehr undurchsichtig, aber es sind tatsächlich wohl einige der Funktionäre, die eigentlich mitreisen wollten, dann eben zu Hause geblieben. Mhm. Also es wird auch im HSV-Museum, beziehungsweise in HSV-Publikationen, Jubiläumsbüchern und so auch durchaus größer beschrieben, dann diese Reise. Weil die war ja schon was Besonderes natürlich zu der Zeit, aber auch die Begleitumstände waren sehr besonders da. Ich finde es jetzt auch nicht so verwunderlich, dass das auf Protest gestoßen ist, wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie bestimmte Menschen, wie jetzt zum Beispiel Tull Harder, noch in den 50er Jahren in so Rückblicken und Vereinschroniken oder vor allem aber auch in den Chroniken des Norddeutschen Fußballverbandes und des Hamburger Fußballverbandes, da habe ich so ein paar gelesen, wirklich einfach auch noch behandelt wird als hauptsächlich als Sportler und sehr wenig als der verurteilte Kriegsverbrecher, der er war. Ja. Ja, ich denke, also ich finde auch, da sprecht ihr auch nochmal so zwei Aspekte an. Nämlich das eine ist, wie ging das für die wirklich, also aktiven, also nee, anders. Wer Sport getrieben hatte in Hamburg und in emigrieren konnte, die hatten ja oft überhaupt nicht mehr, das habe ich ganz oft gelesen, dass die gesagt haben, danach habe ich über, also in der, ich habe dann keinen Sport mehr gemacht. Auch wenn das Leute waren, die wirklich sehr engagiert und ehrgeizig auch waren, weil einfach die Umstellung und das eigene Leben und vor allem die Existenz zu sichern und auch wenn das dann teilweise sogar noch mit Familie war, also mit Kindern, einfach so viel Zeit, da war überhaupt keine Zeit mehr für Sport. Aber es gab eben auch noch andere Sportler, die dann auch das sozusagen genutzt haben zur Integration in ihre neue Umgebung, so dass sie sich da wieder sportlich engagiert haben. Also das habe ich auch gefunden. Und das finde ich auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es gibt von Lorenz Pfeiffer doch auch so eine Publikation, wo er darüber schreibt, ne, über Exil, ich glaube, in Israel. Das weiß ich aber nicht so ganz genau. Ich glaube, der hat sich aber damit beschäftigt. Und ich finde auch noch ein anderer Aspekt ist eben auch nochmal diese, nicht eben diese Stunde Null-Geschichte da, sondern dass das eben, wie hat sich das eigentlich nach dem Krieg dann weiterentwickelt? Also welche, zum Beispiel Harry Goldstein, ich muss gerade mal überlegen,
ich muss gerade mal in meinem Buch gucken, der Gründer der jüdischen Gemeinde nach 45 in Hamburg, dessen Sohn, Hans Goldstein, genau, der war ja auch ETV-Mitglied und, Heinz Goldstein, genau, der hat auch selber Sport gemacht und sein Vater hat eben die jüdische Gemeinde hier in Hamburg direkt nach dem Krieg aufgebaut wieder. Also dass das ganz unterschiedlich war und es gab ja dann ganz lange keinen jüdischen Sportverein mehr in Hamburg, ne? Aber war das, es gab vielleicht trotzdem noch Leute, die Sport gemacht haben weiter und in den Vereinen waren und einfach nicht erzählt haben. Und dann wurde nicht darüber gesprochen, dass die, so wie bei Martin Stock auch, ne, der Fußballer und auch Schiedsrichter ja war und im DFB auch, ich glaube im Vorstand, ne? Der war irgendwie immer dann, es gibt ja wahnsinnig viele Fotos, weil sein Nachlass im Staatsarchiv ist, wo man ihn sieht mit den DFB-Kumpels beim fröhlichen Umtrunk und es spielt überhaupt keine Rolle, dass er im KZ war. Und das ist, finde ich, alles nochmal so interessante Aspekte, die auch zeigen, dass es eben nicht so schwarz-weiß geht immer. Und auch welche Motive die Leute, dass die ganz unterschiedlich waren. Ne? So was du gesagt hast, Selina, mit den so Attacken gegen die HSV-Spieler, das eine und das andere, aber Juden und Jüdinnen hier in Deutschland wieder, die einfach hier weiter wieder leben wollten und dann wieder zurückgekommen sind auch. Also. Ja, Martin Stock war ja sofort wieder, also in seinem Verein, Altonaer Spielvereinigung und dann auch im Hamburger Fußballverband, im DFB, also ist auch in Funktionen durchaus gewählt worden, aber das war, ich glaube, seine knapp 4 Jahre Lagererfahrung, nennen wir es mal so, war da sicherlich kein Thema. Aber auch nicht von ihm, so wie man in seiner Biografie das nachlesen kann, so von seinem Typ her war das nicht, also er hat das nicht nach außen getragen. Ja, generell kann man, glaube ich, dazu aber auch sagen, dass der DFB sich nicht damit hervorgetan hat, seine Geschichte aufzuarbeiten, bis heute sich, ne, damit schwer tut. Also das ist ja, wie gesagt, der Hans Chama von Osten. Sozusagen der Pokal, den er ja auf den Weg gebracht hat, ist ja quasi der direkte Vorgänger des DFB-Pokals, der quasi eigentlich nie aufgelöst wurde, was Neues, sondern es hat sich einfach darin transformiert. Gleichzeitig war es auch noch so, dass, glaube ich, bei der WM 74 gab es ein Papier des DFB, wo berühmte deutsche Sportsmänner geehrt wurden, bei denen Tull Harder dann auch dabei war. Und wenn man sagen muss, das wurde noch vor Veröffentlichung dann wieder eingestampft, immerhin. Überhaupt, dass es... Ja, das klar, ich wollte nur sagen, aber es hat nochmal irgendwer doch gemerkt, das meinte ich. Ja, Erwähnung finden sollte natürlich auch der DFB-Präsident Pecco Bauwens, der auch, ich denke, soweit ich das jetzt gerade in Erinnerung habe, der erste DFB-Präsident nach dem Krieg war und eben auch während der WM 54 der Präsident des DFB war, der eine Baufirma hatte, die jüdische Zwangsarbeiter verpflichtete. Und auch das wurde quasi nie so wirklich aufgearbeitet. Weder von der Firma Bauwens, die es, glaube ich, bis heute noch gibt, als auch vom DFB selber. Genau. Und das ist ja auch was jetzt nicht nur den DFB betrifft, den vielleicht nochmal in besonderer Weise, aber im Grunde genommen auch die meisten deutschen Vereine. Ich weiß nicht, ob es da auch positive Ausreißer gibt, die sind mir eher nicht so bekannt, aber es war ja auch beim FC St. Pauli so, dass das lange nicht aufgearbeitet wurde, dass viel verschwunden ist, wo man sich nie sicher sein kann, wann es verschwunden ist und warum. Es ist jedenfalls nicht mehr da. Ja. Also Unterlagen aus den 30ern und 40ern sind nicht mehr da, wurden offiziell, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg zerstört. So die Erzählung, aber auch Täter wie Otto Wolf hatte noch ewig lange die goldene Ehrennadel des Vereins. Ne? Mhm. Das wurde auch nicht reflektiert. Wir haben das Stadion offensichtlich zwischenzeitlich nach einem NSDAP-Mitglied benannt, also nach Wilhelm Koch. Darüber haben wir ja auch schon in diesem Podcast gesprochen, unter anderem. Naja, also ich denke auch, also das ist direkt nach 45, denke ich mal, in keinem Verein ernsthafte Bestrebungen gab, da irgendwas aufzuarbeiten und erst recht nicht das zu veröffentlichen dann auch noch. Also das hat sich wirklich erst so in den 90er Jahren so langsam auch mit einer neuen Art von Sportjournalismus, von Buchbeiträgen und Ähnlichem entwickelt, dass dann auch nach und nach auch dann Vereinsbiografien, die sich auf genau diese Zeit beziehen vor allen Dingen, auch dann nach und nach erschienen sind. Also das fing wirklich so, ich würde sagen, in den 90ern so langsam an. Das sind gerade in den berühmten, nenne ich es mal, Verlagen, gerade die Werkstatt hat sich da sehr hervorgetan und auch die Autoren und Autorinnen da,
da gibt es ja mittlerweile doch schon so einiges, auch an eben dann, die auch von den Vereinen selber zum Teil initiiert wurden, aber das hat wirklich lange gedauert, bei uns ja nun durchaus auch, das wissen wir ja, aber auch in vielen anderen Vereinen. Vielleicht können wir das zum Schluss jetzt noch einmal kurz erzählen, oder Frauke kann das erzählen, weil ich das auch noch mal ganz eindrücklich fand, weil du das bei dem letzten, du hast ja schon zwei Vorträge bei uns auch gehalten im FC St. Pauli Museum und kommst bestimmt auch noch mal wieder, hoffe ich. Genau, und beim letzten Mal hatte, glaube ich, ein junger Mann im Publikum auch die Frage gestellt, wie so deine Erfahrungen waren bei der Recherche für das Buch und wie leicht oder schwer es war, Zugang zu finden und mit den Vereinen zu kooperieren und vielleicht kannst du da noch einmal sagen, wie so der aktuelle Stand der Aufarbeitung ist und wie viel es oder wenig es da noch zu tun gibt und wie sich so die Recherchen gestalten? Ja, gerne. Also ich fand das, als ich mir so überlegt hatte, dass ich gerne die jüdische Geschichte oder die Geschichte des jüdischen Sports, also den jüdischen Sport gibt es natürlich nicht, aber der jüdischen Sportler in Hamburg in der NS-Zeit recherchieren möchte, also das fängt ja dann immer vorher an und geht auch dann bis in die Nachkriegszeit hinein, da habe ich mir, glaube ich, nicht so genau Gedanken darüber gemacht, wie umfangreich das letztlich und endlich werden würde, ne? Weil wenn ich das jetzt, also es gibt ja eine ganz systematische Arbeit von jemandem, die hört aber 1933 auf. Der hat also ganz, ganz viele Hamburger Vereine angeschrieben und hat einen Fragebogen entwickelt und das war seine Dissertation und hat dann bestimmte Sachen abgefragt. Und das hätte ich natürlich auch machen können. Meine Erfahrung, ich habe mal versucht, das nur für Altona zu machen, weil ich mal eine Zeit lang beim Stadtarchiv in Altona gearbeitet habe, in Ottensen gearbeitet habe und da mal was machen wollte, schon zu dem Thema, ne? Nur aber auf Altona bezogen. Und da hat mir zum Beispiel im Grunde, ich glaube, ein Mensch hat mir geantwortet, ein Verein, irgendwie ein SV Blankenese, also im Bezirk Altona. Aber die anderen Vereine haben zum Beispiel überhaupt nicht reagiert, auch auf meine Anfrage. Und ich bin dann halt so vorgegangen, dass ich gedacht habe, um erstmal Namen zu finden, habe ich eben die jüdischen Tageszeitungen durchgeguckt. Und die immer auch eine Sportberichterstattung hatten, die natürlich ab 33 dann immer mehr wurden, weil das natürlich eine größere Bedeutung dann bekam, der Sport nochmal innerhalb nicht der jüdischen Gemeinde, aber auch, ja, also innerhalb des Judentums sozusagen in Hamburg. Und da habe ich dann viele Namen gefunden. Das war aber dann so, wie Thomas das vorhin schon mal gesagt hat, es nützt einem natürlich nichts, wenn man dann so großartige Mannschaftsausstellungen liest, ne, wo dann Müller 1, Müller 2 steht und man denkt, oh, das waren offenbar Brüder, aber wie hieß denn der eine und der andere und wer war denn das jetzt? Ist der Ältere immer 1 und ist der Jüngere 2 oder wie hat er und so. Das fand ich, war wirklich sehr, sehr mühsam. Und ich habe auch über 3 Jahre einfach an dem Buch recherchiert und habe aber das alles dann zusammengetragen und hatte beschlossen, dass ich davon ausgehe und dass das die Basis ist oder die Quellen in erster Linie sind, diese Sportveröffentlichung. Altes Schild hatte dann ja auch eine Veröffentlichung, die Kraft, die man auch online einsehen kann, die über den Frankfurter Uni-Server einsehbar sind. Und das israelitische und Hamburger israelitisches Familienblatt, genau. Da habe ich eben im Institut für die Geschichte der deutschen Juden im Keller, also das ist jetzt keine Kritik, aber da habe ich eben mir dann diese ganzen Filme angesehen. Die Qualität ist natürlich auch sehr schlecht und das, was mich manchmal genau interessierte, da konnte ich das nicht gut lesen und so dann. Aber da habe ich dann schon doch eine ganze Menge Sachen gefunden, habe dann eben beschlossen, okay, da ist dann gut und dann nehme ich noch die Sachen auf, die Werner Skrenny für den HSV zumindest ausschnittsweise, also ich ausschnittsweise gesammelt hat und erforscht hat schon und der ETV und HT16 habe ich eben auch, die haben den ganzen das Vereinsarchiv, also zumindest das Historische ins Staatsarchiv gegeben und das war auch sehr ergiebig, da habe ich dann halt die Vereinszeitungen, die haben immer genau aufgelistet, wer ist ausgetreten und eingetreten und so und das habe ich dann so durchgeguckt und da gab es auch dann teilweise Protokolle, das entscheidende Dokument zum Vorstandsbeschluss, wir schließen die jüdischen Mitglieder aus, das fehlte natürlich. Also das gab es nicht. Aber das ist, fand ich letztlich dann unendlich auch nicht so entscheidend, weil das Drumherum war schon genug. Ne? Mhm. Also was auch so in den Aufrufen in dem Vereinsblatt stand, wie sie sich jetzt politisch positionieren, das war ja schon ganz klar. Und
da habe ich nochmal, das war aber auch sehr mühsam, weil man auch da nur, das ist ja auch im Grunde dann eine Frage, ne? Sagt man jetzt, ja, was sind jetzt jüdische Namen? Also da bewegen wir uns ja auch schon fast wieder im Bereich von Antisemitismus, wenn man sagt, ich erkenne Juden daran, wie sie heißen. Das ja. geht ja nun auch nicht. Mhm. Aber ich, das war schon nicht so einfach. Und also ich fand, ich glaube, wenn man richtig, wirklich systematisch das macht, also das ist aber eine echte, das ist wirklich eine Sisyphus, aber nicht mal eine Sisyphusarbeit, sondern es ist nur wahnsinnig zeitaufwendig. Ne? Wenn man das wirklich richtig, richtig systematisch machen würde und nochmal alle Vereine anschreiben würde oder so, die 33 existiert haben, dann das ist bei über 800 Sportvereinen ist das im Grunde überhaupt nicht zu leisten. Also das kann man gar nicht, wie deren Vereinsgeschichte war, ob sie noch ein Archiv haben und so weiter. Im Grunde, finde ich, muss die Initiative dafür aus der Mitgliedschaft kommen. Mhm. So wie ihr das jetzt auch macht oder wie das vor euch auch schon Leute beim FC St. Pauli gemacht haben, wie das beim HSV, glaube ich, auch so war. Beim ETV ist das, glaube ich, eher vom Vorstand ausgegangen, aber so, das finde ich, fände ich jetzt eine gute Aktion, wenn das die Vereine selber mal in die Hand nehmen würden, weil ich finde eben auch, dass das hat, also das, worüber wir vorher so gesprochen haben, auch die Aufarbeitung, Sport ist eben immer auch politisch gewesen. Das war schon bei Jahren so, das war im NS ganz eindeutig so. Es gab ja auch Arbeitersportvereine zum Beispiel, es gab übrigens auch jüdische Arbeitersportvereine in Hamburg. Das war immer schon auch politisch. Und man kann nicht sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben, weil Sport ist unpolitisch. Das wünscht man sich. Also ich wünsche mir das auch. Ne? Also ich meine, ich würde es mir wünschen, wenn es so wäre. Aber es ist es ganz eindeutig nicht. Und man muss sich auch damit auseinandersetzen. Und ich denke, auch gerade, wo der Antisemitismus ja wirklich schon, ich weiß nicht, ob er zunimmt, aber er wird zumindest offener gesagt. Also vielleicht ist er immer schon auch da so, oder sicher ist er da, aber es wird jetzt, man darf es ja wieder sagen so, auch wenn man alles Mögliche nicht sagen darf angeblich. Das und auch die Ausgrenzung, überhaupt die Ausgrenzung von Leuten, von Migrantinnen und so weiter. Ich weiß nicht, wie Spiele vom FC Hamburger Berg zum Beispiel gegen andere Vereine verlaufen. Gibt es da gibt's da rassistische Attacken? Mit Sicherheit. Und so weiter, ne? Und so finde ich die anderen Vereine oder so, die sind eben auch aufgerufen, sich da mit auseinanderzusetzen, zu positionieren, weil es eben nicht nur eine Geschichte in der Vergangenheit ist, sondern Ausgrenzung ist eben absolut leider so aktuell immer noch. Ja, da kann man als Beispiel jetzt vielleicht noch, weil sie gerade die erste Runde des DFB-Pokals erreicht haben als erster jüdischer Verein nach dem Krieg und Maccabi Berlin. Und da gibt es natürlich immer wieder Berichte von Mitgliedern, also von SportlerInnen und Sportlern bei Maccabi, dass eigentlich antisemitische Beleidigungen an der Tagesordnung sind. Muss ich nur mal werden. Blick in die Kommentarspalte der Ankündigung zum Testspiel FC St. Pauli gegen Hapoel Tel Aviv ja. Sich angeguckt hat, der wird es jetzt wahrscheinlich bereuen und ja. Es wurde dann natürlich moderiert, aber man sieht ja doch einiges, auch bevor es wegmoderiert werden kann. Und das ist ja, war schon hart, fand ich. Also ich fand es hart. Ja, definitiv. Also ich hatte ja auch Kontakt aufgenommen zu jemandem aus dem Vorstand von Maccabi Hamburg jetzt. TuS Maccabi, die gibt es, glaube ich, seit den 80er Jahren. Also und jetzt nochmal, die sind schon sehr aktiv. Aber da habe ich auch gefragt, den Dmitri Bondarenko, ob er was er sagen kann zu antisemitischen Angriffen auf die Sport, die Maccabi-Mitglieder in Hamburg hier. Und da sagte er, das sei nicht so. Das liegt aber daran, dass sie keine Fußballabteilung, so hat er mir das gesagt, wir haben keine Fußballmannschaft, wir haben keine Fußballabteilung. Und andere Sportsachen, die wir machen, also Beachvolleyball, da spielen sie gegen andere Mannschaften ja auch. Aber wenn sie zum Beispiel Yoga oder Gymnastik, dann treffen sie ja gar nicht, dann bleiben sie sozusagen unter sich in der. Und die sind aber auch so, die nehmen auch nicht-jüdische Mitglieder auf. So. Mhm. Aber der hat das nochmal, das fand ich ganz interessant, dass er so ausdrücklich gesagt hat, ja, wir haben aber auch keine Fußballmannschaft. Ja. Dass das ganz stark offenbar da so ist. Und vielleicht in anderen Sportarten nicht so, das weiß ich aber nicht genau. Das kann ich nicht sagen, ja. Aber ich finde, die Vereine sind selber dazu aufgerufen,
sich mit ihrer eigenen Geschichte auch noch auseinanderzusetzen. So. Das wäre wünschenswert, ja. Und das ist ein guter Abschluss auf jeden Fall für unsere Runde. Frauke, vielen lieben Dank, dass du da warst heute und dass du dich mit uns unterhalten hast. Fraukes Buch, wir haben schon gesagt, es heißt Bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden im April 1933, jüdisch und als jüdisch verfolgte SportlerInnen in Hamburg im NS. Das könnt ihr bei uns im Museumsshop unter anderem kaufen. Und wie gesagt, wir haben es alle gelesen und das, ich kann es wirklich empfehlen. Genau, die Ausstellung Fußballflucht Exil über Max Kulik im FC St. Pauli Museum läuft mindestens noch bis Ende August 2023. Kommt vorbei und guckt sie euch an, das würde uns sehr, sehr freuen. Ja, immer freitags, samstags, sonntags. Genau. Außer an Heimspieltagen des FC St. Pauli, da ist es manchmal ein bisschen anders, aber das erfahrt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Genau. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung, auch zu dem Podcast. Und würde auch gerne noch mal was wirklich, also guckt euch die Ausstellung an. Die Ausstellung ist super, ich habe sie auch schon gesehen. Und ich finde, ich habe schon gesagt, wenn ihr eine Laudatorin gebraucht hättet, hätte ich sie. Weil ich, das möchte ich auch wirklich mal sagen, das ist, ich weiß ja, wie viel Arbeit das ist. Und das ist natürlich super, also wenn man sich so an einer Person, und da kann man aber so viel auch aufzeigen und so, wie ihr das gemacht habt, und das finde ich wirklich, finde ich sehr anerkennenswert und wirklich super, was ihr da rausgefunden habt und so. Und das ist wahrscheinlich immer noch Work in Progress, denke ich. Ist es, genau, ja. Vielen Dank für das Lob. Das ist der Anfang. Ne? Das kann man, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass die Biografie von Max Kulik, die wir jetzt schon mal in dieser Sonderausstellung erzählen, der Auftakt ist zu einem groß angelegten Forschungsprojekt, das sich nochmal mit jüdischen Mitgliedern des FC St. Pauli und des Vorgängervereins befasst. Genau. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank an Thomas und Selina und an Frauke, und ich bin Christopher, und ja. Danke, Christopher. Bitte, sehr gerne. Und ja, dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge, und wir hören uns dann demnächst auch wieder in alter Variante mit Christoph Nagel. Super, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.